Hello, hello, hello. Thank you so much. Wie schön, dass ihr hier seid. Thank you. Herzlichen Glückwunsch. Wie süß seid ihr bitte. Danke vielmals. Danke, dass ihr hier seid. That is so kind. Vivian sagt noch heute, weil ich sage, wann kommst du eigentlich zu mir? Da sagt die, ja, hier... Das war gestern. Genau, wann kommst du eigentlich morgen zu mir? Da sagt sie, ja, ich habe für ich habe mich schon darum gekümmert. Ich habe mich schon darum gekümmert. Das ist so random. Und ich war so, okay. Aber du hast es vollständig akzeptiert. Ja. Ich dachte, ich muss das jetzt so voll erklären. Und du einfach so, okay, also ist es nicht von mir abhängig. So kurze Pause. Ja, dann ist ja easy. Und ich war so, chillig. Und out of nowhere klingelt es plötzlich heute und... So out of nowhere war es nicht. Ich habe gesagt, zwischen 14 und 15. Ja, aber normalerweise nimmst du Kontakt zu mir auf. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich hab Internet raus. Ja, ich hatte keine Ahnung, wann und wie, weshalb. Und plötzlich klingelt es an der Tür und Nuki und Vivian stehen vor der Tür. Ich habe einen Kuchen gemacht und... hatte so diese, wie heißt das? Dieses Fondant. Genau, am Kneten, so in der Hand, mit Handschuhen. Und wir sind so da und Eva so, hätte ich vorher Bescheid sagen können, ich so, du musst in den Streaming-Raum. Und Eva mit dieser Masse so, warum? Was? Aber warum? Als wir hier ankamen, Nuki und ich, waren wir einfach beide aus der Puste, als wären wir vorher einen Marathon gelaufen. Ich habe das nicht gecheckt. Ich bin quasi in meinen Streaming-Raum gegangen, damit die beiden Dinge in mein Schlafzimmer packen können. Das war der beste Ort, was soll man machen? Und ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, dass ich das nicht sehen darf. Die waren so aus der Puste, dass ich dachte, die hätten hier ein ganzes... Du hast doch Schlagzeug geraten. Ich so, was ist das? Warum seid ihr so aus der Puste? Was könnte das... Warum? Wie, was für Geschenke? Weiß irgendjemand aus dem Chat was? Ja. Das heißt, ihr wisst, was diese Überraschung ist. Und das ist jetzt... Warte mal, darf ich noch mal kurz fragen? Ist das... Ist das ein Community-Geschenk? Ja, auf jeden Fall. Ich habe die bestimmt, ich weiß nicht, wie häufig heute gefragt. Und was aber, ist es? Und was ist es? Auf komm, sag mal bitte. Komm, mach keinen Scheiß. Mach Eva keinen hat diese Scheiß. Lustige Art. Guck mal, alle unschuldig. Eva hat diese lustige Art, dass sie denkt, wenn sie manchmal einfach in einem random Kontext sagt, und was sind jetzt eigentlich diese Geschenke? Dass ich dann aus Versehen sage, ich habe ein Schlagzeug gekauft. Wasserbett ist ein guter Koch. Ein Planschbecken und 2,5 Tonnen Wackelpudding. Das hätte auf jeden Fall zumindest erklärt, warum ihr so aus der Puste seid, alright? Here we go. This is my cake. Darf ich euch meinen Twitch-Cake zeigen? Ich habe so Schiss, dass das runterfällt. Holy shit. May I? Isn't that cool? Das habe ich selber gemacht, Erst was wünschen. Alles. Ja, es sieht gar nicht mal so schön aus. Aber es könnte auch die Benjamin Blümchen-Torte sein. Nur so ein bisschen anders. Cheers. Es könnte das sein, nur anders. Was tun wir? Oh mein Gott. Cheers. Ich esse ein Stück auf euch, guys, because I'm very thankful for you. Voll geil. Voll, ich dachte, das wär kälter. Diese Zuckerglasur. Ist mir viel zu süß. Gute Situation, Leute. Sneaky, there you go. Ja, wie ist das jetzt passiert? Du warst das nicht, ne? Nee. Da hat doch nur jemand deinen Namen hingeschrieben, oder? Vivian, sag, ob du das warst. War mein Handy, ja. Aber es ist nicht mein Geld, also all good. Wer schickt... Wie, 170 Euro! Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich krieg das raus, wer das war. Ja, guck doch nach. Wo ist mein Handy? Ich verstehe das hier gerade alle. Das warst du! Das regt mich doch nicht so. Why would you do that? Ich hab gesagt, das ist nicht mein Geld. Was passiert da? Warum? Kann mir das mal bitte irgendjemand erklären?
Nee. Und warum? Wartet mal. Hier passieren gerade Dinge, die ich nicht verstehe. Kannst du das bitte... Kannst du mal aufhören zu essen, Aua? Hör auf zu essen und erklär mir, was hier los ist. Guck mal auf dein Bildschirm. Stelle vertan. Kann ja mal passieren. Vivian, are you serious? That is not okay. Danke für 1,70 Euro. Wenn das der Fall ist, dann überweise ich das sofort zurück. Das aber what the akkurat. Fuck? Das war sehr akkurat, was es sein sollte. Kannst du das mal kurz erklären? Hör auf zu essen, Aua! Was ist meine nächste Frage? Von wem ist das Geld? Wenn es nicht von dir ist. Und warum hast du Geld, was du mir dann schickst? Und for fuck's sake, are you fucking insane? You drive me nuts. Ich bin so ungeduldig mit sowas. Are you serious? Hörst du jetzt auf zu essen und erklärst mir mal, was zum fuck ist hier das? Also eigentlich ist es sehr simpel. Es ist nur ein bisschen, also es ist schon ein bisschen unangenehm, das auszusprechen, wenn ich ehrlich bin. Die Wahrheit hat keine Negativ. Dann lass mich doch reden auch. Siehe, du lügst mich an. Let's go. Ich lüg dich nicht an. Also es ist sehr simpel. Du hast Hausarrest! Also, das Ding ist, wir hatten einfach zu viel Geld. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Wir hatten einfach zu viel Geld. No joke. Und dann dachten wir, was machen wir mit dem fucking Rest, nachdem wir schon Dinge getan haben? Und dann habe ich gesagt, lass mal einfach donaten den Rest. Wohin mit dem Geld noch? Ja, das war's. What the fuck, Vivian? Kann jetzt jemand irgendwie... Immer 17? Diese Kommas. Vielen Dank für die 17 Euro. 1,17 Euro. Danke, Vivian. Das ist eine Summe, die ich als Schülerin absolut okay sagen kann. Das ist Guys, ich weiß, dass ihr bestimmt viel zu viel Geld sowieso in dieses Geschenk geballert habt. Ja. Ihr könnt nicht... Oh Gott, wenn... Dobby. Nice. Sagst du auch Dankeschön, Dobby? Oh, oh. Da kommt was ganz Großes. Kannst du das tragen? Ja, was? Aber nicht so lang. Lupi steht fest. Oh, oh. Das ist wunderschön. Ich möchte das einfach hier so liegen lassen. Kann man dir helfen? Nee. Wie oft musst du jetzt laufen? Ihr verarscht mich, ne? Ist das so ein Ding wie bei deinem Geburtstag? Das war's, okay? Lügst du? Nein. Was lüge ich? Das ist... Können wir das fotografieren? Das sieht so hübsch aus. Ich hasse Überraschungen. Warum tut ihr sowas? Dobby. Spooky. Ich glaube, von mittel zu groß nach klein. Mittel, ja, ich glaube, das macht doch am meisten Sinn. Let's go. Ich glaube, ich möchte das nicht. Was sagst du eigentlich zu dem Geschenkpapier? Das ist wunderschön, habe ich schon gesagt. Aha. Ich finde das wirklich wunderschön. Schön rosa, oder? Ja, ich finde, das passt zu meinem Tang. Ich wollte eigentlich anderes Geschenkpapier, aber kein Klebeband der Welt konnte das zusammenhalten. Also ich konnte jedes Stück Tesafilm-Paketband einfach wieder abziehen. Leider. Der Greenscreen auf Ehre. Das war das ursprüngliche Geschenkpapier in ultimativ hässlich, aber nichts konnte das halten. Ein Monitor? Ja, das ist das, was am meisten Sinn macht, denke ich. Nein? Doch, aber voll, seid ihr verrückt. Ihr seid doch verrückt. Wegen Raumi, wegen dem Chat im Raumi. Weißt du, an welchem Tag ich das da bestellt habe? An dem Tag, an dem du zu mir gesagt hast, mein Gott, ich glaube, ich brauche ein Bildschirm, der Chat ist so klein.
Ich danke euch so sehr dafür. Ich hätte das doch, aber ihr, guck mal, das sind so Dinge, ihr lasst so viel Support da. Ich hätte das doch. Ich frage mich halt, wie das. Warum macht ihr das? Das ist so viel, das ist so viel. Ich danke euch. Das ist so süß. Dankeschön, dass ihr das macht. Danke, dass ihr mir meinen Streaming-Alltag auch im Raumi jetzt damit so viel einfacher macht. Das ist so cool. Es wird noch einfacher. Warum? Das Ganze hebst mal hoch. Ey. Was soll das sein? Da sind Steine drin. Ja, ich finde auch ein bisschen lächerlich, dass das funktioniert hat. Ist schon äußerst fragwürdig für deine Community, sage ich dieses. Aber am Ende wundertwürdig. Ist schon krass. Ist schon krass. Aber am Ende wundert einen eigentlich auch gar nicht. Ja? Das ist falsch rum, aber das ist ein. Das ist ein PC. Dreh mal rum. Das ist so teuer. Was? Ich glaube, ihr spinnt. Das ist doch bestimmt viel zu teuer. Mach mal auf. So ganz auf, oder? Was ist das so groß? Ist ein großes Gehäuse. Guck mal bitte, wie klein das ist. Einmal dann wieder rumdrehen, dass das auf dem Boden steht. Das ist unten. Wohin willst du schieben? Ich weiß es nicht. Okay. Ich sehe. Andere Seite. Damit ich in Raumi ein eigenes Ding habe. Korrekt. Sind wir mal ehrlich. Du hast mittlerweile echt viel, right? Du hast einen eigenen kompletten Raum für dich, der auch nur Streaming ist. Du hast ein PC-Setup, du hast einen Raum. Das Einzige, was vielleicht Probleme macht und dich irgendwie daran hindert manchmal, Content umzusetzen, ist der riesige Hustle zwischen Kabel, die aus diesem Raum an diesen PC verfrachtet werden. Jedes Mal, wenn du das Kabel ziehst von dem Bildschirm, jedes Mal, wenn du irgendein anderes Kabel umsteckst, kommst dazu, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Like, du gehst doch auch nicht auf die Arbeit und musst erstmal deinen ganzen Büroraum umbauen. Das macht keinen Spaß. Aber wir wollen ja schon, dass du gerne streamst. Und deswegen wurde es Zeit. Und ich habe schon bei deinem Umzug gesagt. Und du hast gesagt, ey, Umzug fucking teuer, gerade falscher Zeitpunkt. Zeit, dass es endlich zwei Setups werden. There you go. Überwältigt von? Dass sie sowas macht, ist so crazy. Damit gerechnet, dass das funktioniert, haben wir auch nicht. Dass euch das so wichtig ist, dass, you know. Ja, aber was wir ja aus deinem Job ziehen können, ist, dass wir entertained werden. Und die Schlussfolgerung daraus, dass du einen riesen Aufwand dahinter hast, der dir like, keinen Spaß macht, ist, dass wir vielleicht auf Entertaining verzichten müssen. Und was haben wir davon? Weil du Kabel ziehst, Kabel rein, funktioniert nicht mehr. Und dann, zack, was musst du machen jetzt im Stream? Sorry, dass ich zu spät bin, sorry, hat wieder nichts funktioniert. So, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Nur du selber würdest es dir halt nicht kaufen. Auch wenn man dir dieses Geld einfach so gegeben hätte, hier on Stream, hättest du es dir nicht gekauft, weil du dann sagst, ja, ist schon okay, ist nicht nötig. Ich habe immer Angst, dass ich nicht zur richtigen Zeit haushalte und dann kommt das Finanzamt und macht mich fertig. Aber
deine Community, hast du gemerkt, dass sie über die letzten Wochen weniger supportet haben? Nein. Nur wegen der Situation? Nein. Das waren zwei komplett unabhängige Dinge. Und es ist ja, also, keine Ahnung. In meinem Kopf, und ich glaube im Kopf von allen anderen, ist es so viel schöner, dass du, like, deinen Alltag haben kannst und dann, wenn deine Arbeitszeiten beginnen, sagen kannst, ich starte jetzt den PC und dann kann ich streamen. Und du nicht eine Stunde lang manchmal gefühlt einen Nervenzusammenbruch kriegen musst, weil warum funktioniert dies nicht mehr? Ich habe doch nur das Kabel gewechselt. Ja, als Rahel hier war, ich war durchgedreht. Yeah. Ehrlich, ich hatte so eine Fresse. Und dann drehst du fast durch, hast schlechte Laune, musst dann eine Stunde lang rumhantieren, um mich dann in den Stream zu setzen und sagen, ja, war super scheiße, aber lass da weiter feiern. So, das macht doch keinen Spaß. Ich weiß nicht, was das alles ist, aber... Ja, da ist alles drin, so far, außer eine Grafikkarte. Aber ich habe ja eine. Ja, weil in dem PC kommt deine große, der PC kommt danach da, weil der ist besser als dein jetziger. Ach, Quatsch. Und dann kommt da die kleine Grafikkarte rein und der kommt in Raum. Aber ich habe doch... Das ist doch voll der gute PC, oder ja, nicht? Ja, aber der ist basically besser. Ihr habt nicht noch einen besseren als den geholt. Der ist doch jetzt schon aufgedingst. Der ist doch gepimpt wie Sau. Nuki hat gesagt, der ist besser. Der hat gesagt, wenn man da die große Grafikkarte reinmacht, ist der eigentlich schon besser als der. Und dann haben wir beschlossen, den hier hinzustellen. Der ist auch ziemlich groß, ne? Und da kommt dann die andere Grafikkarte rein und der kommt ab in den Raum. Und es war mal wieder ein Fall von, jo, wir hätten theoretisch eine Idee. Und alle waren so, take my money. Aber ich bin mir so sicher, dass wenn, like, diese beiden PCs da stehen, wo sie stehen sollen, dass alles so viel einfacher wird. Von heute streame ich im Raumi, Knopf an. Oder heute streame ich im großen Raum, Knopf an. Alles wird so viel leichter, das ist ridiculous. Und die einzige Hürde war, ein PC ist echt teuer, muss das sein. Weil der Umzug schon auch echt teuer ist. Ja. War ja wirklich. Ja. Und du noch mit Finanzamt und so immer im Kopf hast. Ich will jetzt ein bisschen lachen. Ja. Cool. Wird lustig. Sag's, wie es ist. Wird lustig. Lena hat schon die Spirit. Okay. Es wird super. Ich freue mich so auf diesen Moment. Seit so vielen Tagen bin ich so, mein Gott. Ich freue mich so auf genau diesen Moment. Das Geschenkpapier ist echt hässlich, right? Also, like, es ist rosa gestreift. Silberner Glitzer. Mhm. Das coole Geschenkpapier kommt jetzt erst. Wow! Das ist so cool! Wie kommt ihr denn auf so eine verrückte Idee? Wie kommt ihr denn auf so eine verrückte Idee? Wie cool ist das bitte, Alter? Oh mein Gott, that is so funny. What the fuck? Bitte, wie cool ist das? That's insane. Darf ich aufmachen? Klar! I gotta be very careful, though. Ich hab noch was davon. Ich kann es legit geben. That is so... Like, auf die Idee muss man erstmal kommen. Das war die beste Idee ever, Alter, Lene. Das war so krass. Wir haben uns so tot gelacht. Das ist crazy. Ich hab so Angst, es kaputt zu machen, weil das so witzig ist. Ich hab noch was. Ja, aber das wäre so schade. Als das ankam, habe ich mich so irre gefreut und war so, oh mein Gott, das ist so gut. Das war schon echt awesome, Alter. Seid ihr verrückt? Das gehört auch zu einem neuen Setup. Seid ihr verrückt? Ich dachte, das macht jetzt halt einfach Sinn. Seid ihr verrückt? Guck mal. Setup. Aber darüber. Das heißt, die Bildschirme, die du separat hast, eine eigene Tastatur, eine eigene Maus. Eigene Kamera, eigenes Mikrofon. Was fehlt, wenn du in diesem Raum singst? Ein Mischpult. Außerdem war das Mischpult schon die Idee, bevor wir den PC hatten, weil ich immer mitbekommen habe, dass du dich aufgeregt hast darüber, dass du dieses Teil immer abstöpseln musst. Ich habe gerade, und das muss nächste Woche ankommen, ein
einen Stecker dafür gekauft, damit ich den Stecker nicht immer aus der Steckdose ziehen muss. Der kommt vermutlich morgen oder übermorgen an und ihr holt das ganze Ding? Na, weil es macht doch gar keinen Sinn. Wenn du dieses Teil abstöpselst, weißt du, was dann passiert? Der PC denkt alles sich, geht immer aus. Ich du weiß. Hast Einstellungen gemacht, deswegen mich aber nicht. Deswegen war letztens beim Kochstream mit Rahel halt auch keine Musik, weil ich vergessen habe, dass die Einstellungen aussehen. Ja. Das ist wirklich, so teuer. Ich habe mich teuer. Echt gewundert, wie kann so ein das kleines Ding so teuer sein? Das ist so teuer, das ist nicht euer Ernst. Und dann habt ihr immer noch 170 ja, Euro Ding zu viel. Ist, wir waren so, boah, das ist aber schon wirklich viel Geld. Ihr habt noch und 170 nein, Euro zu viel. Weißt du, was passiert ist? Wir schreiben legit, es ist vollkommen in Ordnung, wenn es like insgesamt weniger Geld wird. Lena und ich waren auf alles vorbereitet. Wir hatten für jede Situation hatten wir einen Plan. Und was passiert? Es sind nicht mal 23 scheiß Stunden vergangen und ich hatte fast alles von dem, was wir brauchten für like diese drei Dinge. Wir hatten sehr viel Geld zu viel und waren so, was macht man mit so viel Geld? Aber es war deren Entscheidung. Like, wir haben ganz klar formuliert, übertreibt nicht, macht nicht mehr, als ihr könnt. Das würde Eva auf gar keinen Fall wollen. Like, das war alles formuliert und ich weiß nicht, like, die tun immer Dinge, die man nicht erwartet. Alleine dieses Ding habe ich gesagt, ich würde eher eine Stunde investieren, um das von einem Raum ins Raum hier zu bringen. Aber eine Stunde? Weil ist das doch so lächerlich. Teuer ist, dieses Ding. Das ist so teuer. Ich bin so unfassbar spoiled mit dem, was ich jetzt schon habe. Und ich habe das jetzt zweimal. Das ist ja auf einem anderen das Level ist zweimal, insane. Damit das eine steht hier, das andere steht da. Weil nie wieder zwei dieses Setups. Ich habe schon alles davon ausgenudelt, es ist weil ich das so oft aus- und eingesteckt habe. Und jetzt steht das. Für immer da stehen. Glaub, du es bleibst wird für immer stehen. Da stehen. Ja. In solchen Situationen denke ich dann halt auch immer, es könnte mir halt auch schlechter gehen. Könnte es. Es könnte, aber es könnte mir halt auch schlechter gehen, dass ich all diese Dinge nicht habe. Klar. Und ich habe schon sehr viel, was man als Streamer in meiner Größe einfach eigentlich nicht unbedingt ohne Sponsoren haben kann. Ja. Und ich, was ist das? Zu der Story, das sind Stative, die man an die Decke schraubt. Cool. Like, eigentlich nur eine Kleinigkeit, das ist so cool. Von der ich dachte, das wäre schon richtig worth, dass man das hat. Eva's Setup sponsored by Core, aber literally. Ja. Das ist so krass. Versuchst dir vorzustellen, das ist so krass, was du jetzt machen musst für einen Aufwand. Alles wird so viel leichter dann. Alles. Das ist schon ziemlich worth. Es ist sehr viel Geld. Und Leon und ich waren auch komplett overwhelmed und waren so, boah, das eigentlich geht das gar nicht klar. Voll viele haben das sogar anonym gemacht. Like, ich weiß bis heute nicht, wer das ganze Geld teilweise gespendet hat. Kannst du dir das vorstellen, die Situation? Wie viel leichter das werden wird? Kannst du das vorstellen? Ich glaube, ja. Es ist schon... Wenn das wirklich funktioniert, dann ist das unglaublich. I'm already so blessed, you know. Ich hätte für nicht mehr fragen können. I was like... Aber trotzdem weißt du, dass es dich gestört hat. Ja. Yeah. Du hast nur das Gefühl gehabt, du bist nicht berechtigt, dass es, also dich darüber zu beschweren. Ja. Yeah. Aber am Ende bist du die, die predigt immer wieder, dass like alles, was dich stört, alles, was jedes Problem, alles hat seine Berechtigung. Yeah. Das predigst du jedem in diesem Chat, jedem. Die ganze Zeit. Und dann gilt das auch für dich. Und wenn dann noch Leute dazu bereit sind zu sagen, ja, dann finde ich, ist das total legitim. Alright. Ja. Thank you guys so, so much. Weiß noch, letztes Jahr hatte ich so ein Mental Break. On stream. War halt immer nur entweder oder. Ja. Weil, ich hab's ja gesehen, ich hab's einmal versucht mit drei an einem Abend, zwei verschiedene Setups und das war fast unmöglich. Nur jetzt überleg mal, nächstes Szenario, du machst einen Kochstream, du nimmst diesen PC, schiebst ihn nach da. Und weißt du, was du machst danach? Einfach stehen lassen. Du lässt den stehen und sagst, none of my business. Ja. Machst den aus, dann gehst du in den anderen Raum. Und like, dann dauert es vielleicht 10 Minuten und nicht 3, aber keine Stunde.
Ja. Es ist so work. Und du hast ja doch immer gesagt, was immer wenn es darum geht, was du im Stream machst, warst du immer stolz darauf zu sagen, ich bin Variety-Streamer. Ja. Ich mache alles. Ja. Ja, dann hab halt auch die Möglichkeit dafür. Die hast du nicht. Du machst alles. Und zwar so, dass du... Mit meinen Mitteln, ja. Genau. Weil ich versuche mir mit so günstig wie möglich die Möglichkeit, also dieses Leben zu erleichtern. Ja, mit halt günstigen Mitteln, die... Mit den Mitteln, die du halt hast. Ja. Aber zusammen haben wir halt ein bisschen andere Mittel. Ja. Als du alleine. Das alleine, für egal wen von uns, ist ridiculous. Ja. Das mit über 30 Leuten... Ist immer noch ridiculous, aber auf einer ganz anderen Ebene, auf der man sagen kann, okay, das ist machbar. Und wie gesagt, es ist ja kein Vertrag, niemand hat gesagt, scheiße, das ist aber viel Geld. Like, jeder hat sich alles aufgesucht und alles war fein und alles war appreciated. Und es war großartig. Like, es ist deine Community hat viel auf die Kette bekommen. Nicht ich, nicht Lene, nicht Nuki, nicht scheißegal wer. Like, wir haben die Credits nicht dafür. Ich sitze nur hier und freue mich nach und ab darüber, dass das funktioniert hat. Aber... Die Credits gehen an die. Vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der Bock hatte, irgendwie damit zu machen. Das ist viel zu viel. Wie kann so viel Geld zusammenkommen für etwas, was ich mache? Weißt du, was ich meine? Das ist so. Ja, ich halte das daraus. Das, was ich tue, halte ich nicht für so wichtig. Guck mal, es ist gerade Dienstagabend. Okay, Menschen haben stressige Tage, müssen morgen arbeiten, sind froh, wenn die like, nicht genervt werden nach ihrem Tag. Und da sitzen gerade exakt 509 Leute in deinem Stream, denen anscheinend dieser Stream wichtig genug ist, um ihre Zeit da rein zu. Und wir beide wissen, like, das Wertvollste, was man im Leben hat, ist like, Zeit. Ja, yeah, well. Also offensichtlich ist es wichtig, dass du was davon hast. Weil wenn du was davon hast, haben wir was davon. Like, wow, I just seriously can't. Dankeschön. Danke, dass du dich gekümmert hast, wie immer. I know that there was... Du hast neben deinem... Darüber reden wir nicht. ...deinem Abi so viel zu tun und... Vorabiturprüfungen waren schon wild nebenbei. Ich bin ein bisschen im Schock gefangen, dass ich... Einfach, ja, ich habe das noch nicht so richtig verdaut. Ich habe das noch nicht verdaut, glaube ich.